Hallöchen meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, ich bin ungeschminkt. Dieses Video ist sehr, sehr spontan. Eigentlich wollte ich kein Video drehen und ich habe auch nicht so viel Zeit. Ehrlich gesagt, 20 Minuten muss ich schon auf der Matte stehen. Aber da ist doch, ich denke mal, sehr, sehr viele interessiert, habe ich gedacht, drehe ich spontan ein Video. Wir haben 9:30 Uhr früh am Morgen. Ich bin hundemüde, es ist stockdunkel draußen, deswegen habe ich hier nur meine Softbox und das Licht ist wirklich beschissen. Ja, und zwar geht es um meine Haare. Ich gehe nämlich heute zum Friseur und da wollte ich euch mitnehmen. Was heißt mitnehmen? Ich werde beim Friseur nicht filmen, weil ich denke, dass es nicht erlaubt ist, weil ich gehe zu einem anderen Friseur. Also es ist kein, wie sagt man, freistehendes Haus. Wenn das jetzt so ein freistehender Friseur wird, könnte man da fragen und da drehen. Aber in so einem Allee-Center, es sind ja viele Läden und ich glaube, da müsste man erst die Geschäftsleitung fragen, ob man filmen darf, sich eine Drehgenehmigung holen und darf da nicht so filmen, soweit ich weiß. Also so bin ich jetzt informiert. Deswegen werde ich da nicht drehen. Ja, was kann ich euch sagen zu meinen Haaren? Also ihr seht, wie sie aussehen. Kein Kommentar. Das letzte Mal war ich, glaube ich, vor 7 Monaten beim Friseur. Ja, ich habe mich so ein bisschen gehen lassen, kann man schon sagen. Also ich hatte keinen Bock, zum Friseur zu gehen. Ja, ich hatte einfach keinen Bock. Irgendwas, Mann. Ich glaube, ich habe immer den Haaransatz nachgefärbt. Das war es auch schon. Ich einfach keinen Bock hatte. Ich hatte keine Motivation. Ich hatte einfach keinen Bock. Ist ja auch normal, ne? Ich meine, wenn man lange Haare hat, geht man ja auch nicht so oft zum Friseur, ne? Ja, jetzt wollte ich gehen, weil ich gehe auf einen Geburtstag, also in einer Woche erst. Aber diese Woche ist so stressig, dass ich erst heute schaffe, zum Friseur zu gehen. Eigentlich wollte ich morgen gehen, aber das schaffe ich nicht, deswegen heute. Und zwar wird mein Opa 80 und da wollte ich jetzt nicht unbedingt mit so einem Haaransatz gehen und auch nicht mit solchen Haaren, ne? Ja, genau, also ich gehe heute zum Friseur mit meiner Schwester. Ich gehe zu einem anderen Friseur, also ich gehe zu ihrem Friseur. Der ist ein bisschen teurer, aber ich kenne den Friseur. Ich war da früher, als ich jung war, knackig war, war ich da öfter bei dem Friseur. Also ich kenne ihn schon von früher. Ja, was will ich machen? Auf jeden Fall, also das wird teuer für mich, auf jeden Fall Haaransatz färben, ihr seht's, und schneiden. Auf jeden Fall ein Haarschnitt rein, Spitzen schneiden, beziehungsweise ihr werdet es gleich sehen, hinten sind die Haare etwas länger, das geht so, also so und hinten dann so bei mir, das muss ab. Ich habe schon meiner Schwester gesagt, die soll mir das hinten abschneiden, diesen Dödel, wollte sie nicht, ich sehe es leider hinten nicht, sonst hätte ich mir das selber abgeschnitten, habe ich auch anfangs gemacht, aber ich gehe heute zum Friseur. Deswegen, also wir gehen zusammen zum Friseur, ganz früh am Morgen, damit wir direkt drankommen. Ja, danach zeige ich euch, wie es aussieht, wie es geworden ist. Ich laber schon wieder 5 Minuten, ne? Also wie es geworden ist, zeige ich euch. Da werde ich jetzt nicht filmen. Und ja, meine Haare, also die sehen, ich finde, die sehen sehr gesund aus. Sind sie natürlich nicht, sie sind kaputt, aber sie sind sehr weich. Ich weiß nicht, bis denen könnte sie glänzen, weil ich momentan eine geile Haarroutine habe. Ich pflege sie bombastisch gut, habe ich euch übrigens auf Snapchat berichtet. Also wenn ihr mir noch nicht folgt, folgt mir unbedingt. Dort erfahrt ihr meine Tipps und Tricks aus erster Hand, die ihr hier nicht so erfahrt. Ja, also sie sehen gesund aus. Ich habe mir Silbershampoo gestern reingepfeffert. Das eine Stunde einwirken lassen und ich weiß nicht, sieht, weil es ist so dunkel, ich kann es nicht erkennen. Sind die ein bisschen bläulich? Sieht man das? Weil die sind ein bisschen bläulich, finde ich. Und seht ihr, hier hat das Silbershampoo das angenommen, hier oben jetzt nicht so, weil hier ist es immer noch so gelb, ja. Ja, also auf jeden Fall sehen die gesund aus, sind sie nicht und ja, wollte ich noch was sagen? Nee, ich will einfach nur Ansätze färben und die Spitzen schneiden, normalen Haarschnitt, ja, weil ich mache mir immer einen Zopf, weil ich so nicht rausgehe, weil die sind halt, das ist halt doof, wenn man eine kurze Frisur hat und sie dann lang wachsen lässt, dann laufen sie schief und krumm runter. Ja, ich zeige euch das mal von hinten, damit ihr euch ja, einen besseren Eindruck von dem machen könnt, was ich meine. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr könnt meinen Kopf sehen. Seht ihr hier, ich meine, sieht man den, diesen Dödel hier? Ich fühle ihn ja schon. Also hier ist das länger, also das muss einmal ab. Ja, und sonst seht ihr ja, wie sie aussehen. Also, ja, das ist momentan Stand der Dinge. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Woohoo!
da bin ich wieder. Ihr seht, es ist keine großartige Veränderung passiert. Eigentlich habe ich nicht so viel gemacht. Ich erzähle euch jetzt genau, was ich gemacht habe. Vorher, ich habe da nicht gefilmt. Ich wollte da ein bisschen snappen. Hat leider nicht geklappt, da meine Schwester was dagegen hatte. Sie wollte das nicht, das war ihr peinlich. Deswegen gibt es auch keine Vlogs momentan, weil sie einfach keinen Bock darauf hat. Und mich alleine filmen, diese Vlogs fandet ihr, glaube ich, nicht so gut. Die kamen nicht so gut bei euch an. Deswegen vlogge ich leider momentan nicht. Ich weiß, ihr vermisst diese Vlogs, ich auch. Aber ich finde, wenn jemand alleine ist und alleine vloggt, ist das langweilig. Da gibt es halt nichts zu sehen. Wisst ihr, wie ich meine? Je mehr Personen, desto besser. Deswegen ist das momentan leider nicht möglich. Ja, damit ihr nur Bescheid wisst, weil ich wird oft gefragt, wann vlogge ich wieder? Wann kommen wieder neue Vlogs? Ja. So, dann zu meinen Haaren. Ich bin nämlich wieder komplett abgeschweift. Was habe ich gemacht? Wie viel habe ich bezahlt? Also wir waren ja in diesem Allee Center, in diesem teureren Friseur. Ich kenne ihn von früher. Wir sind reingegangen, wir sind direkt reingekommen, weil es war wirklich leer. Zum Glück, es war leer gewesen. Die meinte auch, in der Woche ist nicht so viel los, eher zum Wochenende hin. Da hatten wir echt Glück. Dann hatte sie so eine junge, sie hat natürlich wieder die nettere abbekommen, ist klar. Sie hatte so eine junge, boah, die war richtig so, richtig nett und so richtig bemüht und so eine Perfektionistin. Also die war richtig... Hammer, ich habe so eine ältere bekommen, die war auch ganz nett. Was ich gut fand, ist, sie hat mir nie gesagt, Haare kaputt, wie der letzte Friseur. Der hat mir eine Million Mal gesagt, Haare kaputt. Etwas, was ich schon wusste, das hat sie kein einziges Mal gesagt. Fand ich gut. Ja, dann habe ich Ansatz gefärbt und sie hat, das war etwas, also sie hat gefragt, ob ich sie färben möchte oder ob ich sie blondieren möchte. Blondieren macht die Haare kaputt und meine Schwester, die hat ja so dunkelblond und sie färbt sich die. Also sie lässt sich die beim Friseur färben, aber die hellste Stufe. Und dann hat sie gesagt, ja, das können wir auch machen. Dann hat sie mir die halt gefärbt mit Farbe, aber sie hat irgendwie verschiedene Farben benutzt. Ich weiß nicht welche. Auf jeden Fall einmal der hellste Ton vom Blond, ich glaube. Und mit 12% hat sie gefärbt, das weiß ich noch. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr aufpassen sollen. Aber sie hat es eingetragen in den Computer, in meine Daten hat sie das eingetragen fürs nächste Mal. Also hier seht ihr den Ansatz. Sie hat die Farbe, glaube ich, auch ein bisschen runtergezogen. Und hinten musste sie ein bisschen mehr färben. Aber ich habe sie ja selber gefärbt und ich bin nicht überall dran gekommen. Das heißt, da gab es mehr Stellen, die gefärbt werden mussten. Ja, die Farbe war dann 45 Minuten auf meinem Kopf. Dann wurde mir die Haare ausgewaschen, dann hat sie mir so eine schöne Kopfmassage gemacht. Das war dann aber eine andere bei mir gewesen. Genau, weil meine war dann, hatte schon einen neuen Kunden. Ja, dann habe ich so eine schöne Kopfmassage bekommen. Das war geil. Die haben sich so richtig ein paar Minütchen Zeit genommen. Das gab es beim Billigfriseur jetzt nicht. Ja. Dann hat sie gefragt, ob ich eine Haarkur möchte. Ich so, nein. Ich mag das nicht, weil Haarkur kostet 5 Euro. Ich habe für 5 Euro bei DM eine Haarkur, die kann ich 30 Mal anwenden. Deswegen habe ich gesagt, nein, danke. Die sind nur eine Spülung. Ich glaube, die muss man auch extra bezahlen. Man muss da alles extra bezahlen. Ja, dann hat sie mir die Haare geschnitten. Ja, genau, dann hat sie die ausgekämmt und geschnitten. Und ich wollte hier eigentlich nur die Spitzen schneiden, weil ich sie gesagt habe, ich möchte sie lang wachsen lassen. Genau, also jetzt nicht mega lang. Also ich weiß nicht, vielleicht färbe ich sie morgen wieder braun oder rot. Ihr wisst, ich ändere meine Meinung schnell. Aber auf jeden Fall hatte ich... momentan keinen Bock auf Experiment. Ich habe gesagt, ich möchte einfach nur einen geraden, einen Bob oder einen Long Bob. Long Bob meinte, sie geht nicht. Wegen der Haare hinten, da sind die zu, was war da? Zu lang, zu kurz? Irgendwas war da, dass das nicht, nee, hier waren die zu kurz. Also ja, dann halt einen Bob. Halt nur die Spitzen, damit ich sie lang wachsen kann, damit das halt ein normaler Haarschnitt ist. Hat sie, glaube ich, auch gut hinbekommen, oder? Also, sie hat gesagt, hinten habe ich so kahle Stellen, also ich... weil ich euch ja gesagt habe, ich habe die Haare so und hier waren die länger. Und hier ist so ein bisschen, das werdet ihr auch gleich von hinten sehen, so Löcher drin. Dass der das so, so geschnitten hat, also dass das so rausgewachsen ist von der Frisur, die ich damals hatte. Kann natürlich sein. Das ist halt doof, wenn man kurze Haare hat und sie dann lang wachsen lassen möchte. Ist etwas problematischer. Sie meinte, ich kann jetzt auch mit Silbershampoo arbeiten, aber das ist immer so Silbershampoo. Macht hier die Spitzen eher heller, aber dadurch macht er auch die Spitzen kaputt. Und Ansatz nimmt Silbershampoo leider nicht so an. Ja, das habe ich auch gemerkt. Sie hat gesagt, ich soll öfter kommen, die Haare so färben. Und später, wenn sie rausgewachsen sind, soll ich mir Strähnchen machen lassen. Ja, genau. Weil ich ja gesagt habe, ich möchte so silberne Haare haben. Also dieses Granny Hair. Und da hat sie gesagt, ich soll das mit Silbershampoo versuchen, ansonsten... wenn ich jetzt nochmal die Haare komplett blondieren würde, macht die Haare kaputt. Ist mir eigentlich egal, weil meine Haare sind schon kaputt, weil man braucht dieses wirklich Wasserstoffblonde, um dann Silber drauf zu machen.
Ja, vielleicht beim nächsten Mal, ich weiß es noch nicht. Ich weiß, ich finde es jetzt okay für. Ist halt wieder dunkler als hier, ne? Ganz klar. Obwohl ich sagen muss, den Ansatz hätte ich mir auch selber färben können für 4 Euro bei dem. Ja, dann haben wir so ein bisschen gequatscht und. Ja, ich habe halt gesagt, ich schneide mir immer gerne die Haare selber oder färbe sie selber. Ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn man sich die Haare selber, wenn man alles selber macht. Ich bin so ein Mensch, ich mache lieber alles selber. Also wenn ich es kann, dann mache ich es selber, so weit es geht. Also ich koche lieber selber, als essen zu gehen. Ich mache meine Haare lieber selber, als zum Friseur zu gehen. Ja, ich mache halt alles lieber. Ich bin so ein, ja, was heißt do-it-yourself, Mensch. Ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich mache das lieber, wenn man es selber machen kann, dann kann man es selber machen. Haare färben kann man selber, Spitzenschneider kann man auch selber. Dafür muss man nicht extra zum Friseur gehen. Jetzt in meinem Fall schon, weil... Es war kein richtiger Haarschnitt drin. Und wenn die jetzt so wachsen, kann ich die später selber schneiden. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber ihr könnt mir schreiben, ob ihr lieber zum Friseur geht oder ob ihr euch die Haare selber schneidet. Ja, das würde mich mal interessieren. Ja. Wie gesagt, lang haben möchte ich sie nicht. Ich weiß nicht, so oder so. Ich möchte so einen schönen Bob haben. Ja. Haarfarbe lasse ich erstmal so. Sind keine Änderungen geplant. Wenn, dann nehme ich euch natürlich mit. Und? Ach genau, dann hat sie mir die Haare halt geschnitten. Also sie hat wirklich sehr, sehr wenig geschnitten. Wirklich nur die Spitzen. Ich kenne Friseure, die schneiden dir so viel ab, obwohl du sagst nur die Spitzen. Und sie hat wirklich so wenig weggenommen. Wirklich, sie hat fast gar nicht geschnitten. Sie hat einfach nur einen geraden Schnitt gemacht. Das fand ich gut. Und die haben dich auch wirklich sehr, sehr gut beraten, muss ich sagen. Die haben sich Zeit genommen. Doch, war schon, da habe ich mich eigentlich ganz gut aufgehoben gefühlt. Ja, war schon, Dann habe ich selber geföhnt. Meine Schwester meinte, föhn lieber selber, kostet 15 Euro, wenn die dann föhnen, ne? Ich so, ja gut, dann föhne ich selber 15 Euro, damit sie mir die Haare föhnen. Ne, Leute. Dann wollte sie mir noch so einen Schaumfestiger andrehen. Ich so, nein, möchte ich nicht. Sie so, ist im Preis inklusive? Ich so, nein, trotzdem nicht. Es geht mir nicht um den Preis. Ich mag das halt nicht so. So klebrige Dinger in den Haaren zu haben. Sie hat mir dann später noch was für die Spitzen reingetan. Da hat sie mich gar nicht gefragt, da hat sie das einfach gemacht. Weil hätte sie mich gefragt, hätte ich Nein gesagt. Weil ich weiß nicht, ich habe alles zu Hause, was ich brauche. Wisst ihr, was ich meine? Und ich weiß, was gut ist für meine Haare. Und das benutze ich dann halt. Und ja, darum geht es mir, ja. Dann habe ich halt, wie gesagt, selber geföhnt. Wenn Sommer wäre, hätte ich die noch nicht mal geföhnt, weil... ja, es regnet draußen, deswegen habe ich sie mir geföhnt. Ja, was noch? Dann hat sie, was hat sie da noch gemacht? Da hat sie mir so Bürsten hingestellt. Und ich habe eine Bürste genommen. Ich benutze ja immer diese Bürste hier, diese hier. Die finde ich sehr, sehr gut. Die ist so, die hat hier so Plastik und so Borsten. Die ist von Sayos. Ich dachte von Ebel. Nee, die ist von Sayos, stimmt. Die gab es mal vor... 10 Jahren. Bei DM, da konnte man ein Sayos-Produkt kaufen und die gab es gratis dazu. Das war mal so eine Aktion. Genau, und da habe ich die. Und die habe ich jetzt wiederentdeckt, weil die habe ich nie benutzt, aber jetzt benutze ich die ganz gerne. Weil ich habe welliges Haar und die glättet auch und da brauche ich kein Glätteisen. Und da hatte ich so eine andere Bürste. Ich habe irgendeine genommen, da gab es ja eine 1000-Auswahl und die waren, glaube ich, aus Metall. Und ich habe mich hier, ich weiß nicht, jetzt werdet ihr gleich sehen, hier habe ich mich dann zerkratzt. Also hier habe ich dann von diesem Metall mich leider gekratzt, ja. Und sie so, ja, möchten Sie noch die Haare glätten? Ich so, nein, ich mache das mit der Bürste, die glättet das schon. Das wusste die auch nicht, dass die Bürste die Haare glättet. Ich so, ja doch, weil ich habe wellige Haare und damit glätte ich sie immer anstatt ein Glätteisen. Weil ihr seht meine Haare, die sind glatt und ich habe sie nur geföhnt und so eine Bürste benutzt. Also jetzt nicht die, sondern die vom Friseur. Also wie gesagt, wenn ich die Haare föhne, dann habe ich sowieso keine Wellen drin. Und wenn ich das benutze, diese Runterbürste, aber mit diesen Borsten, das ist ganz, ganz wichtig, dann glättet. Die. Obwohl, wartet. Sie hat gefragt, mit einer Runterbürste glättet man die Haare? Ich so, ja. Nein, es geht nicht um die Runterbürste. Die Borsten, die da drin sind, die glätten die Haare. So, genau, soweit ich weiß. Ja, das wusste sie nicht, aber ist so. Ich hatte auch mal so eine eckige, große Paddelbürste mit den Borsten. Ja, aber die habe ich dann, glaube ich, entsorgt. Genau, und jetzt habe ich halt die, weil ich die halt zu Hause hatte. Ja, auf jeden Fall kann man damit sehr gut ihr die Haare glätten. Also, wie gesagt, ich habe welliges Haar, ich föhne sie. Also, ich föhne sie nicht, wenn ich zu Hause bin. Aber da habe ich sie jetzt geföhnt, dann werden sie glatt. Und wenn ich die noch zusätzlich benutze, sind die eh glatt. Also, habt ihr mich schon mit welligen Haaren gesehen? Ich weiß es nicht, aber die kann ich euch wirklich, so eine Runterbürste, beziehungsweise mit diesen Borsten, kann ich euch wirklich sehr empfehlen.
Ja, so, jetzt zeige ich euch die Haare von hinten und dann war es das auch schon. Meine Haare sind immer noch schön weich. Und dann sagen die mir immer das, was ich schon weiß. Am besten eine Haarkur über Nacht einwirken lassen in den Haaren. Weiß ich, hatte ich auch schon einen Tag vorher gemacht. Also gestern, ja. Also alles, was ich weiß, jetzt sind die auch schön glatt, schön weich. Ich weiß nicht, also ich finde zum Beispiel, ich bin der Meinung, ich finde das nicht schlimm, wenn die Haare kaputt sind. Ich meine, man sieht es jetzt nicht, dass sie kaputt sind. Wisst ihr, wie ich meine? Und nur weil ich die dann, wenn ich sie wasche, wie Gummi sind, ist mir das doch egal. Ich tue danach Pflege rein und alles und dann sind die so gesund aus. Wisst ihr, wie ich meine? Also für mich macht das keinen großen Unterschied. Aber schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und schreibt mir, wie euch das gefällt. Und ob ihr noch weitere Ideen habt für meine Haare, ja, gerne in die Kommentare. Jetzt zeige ich euch das noch von hinten. So, also das Stand der Dinge von hinten. Da hat sie leider nicht so viel gemacht, wie ihr sehen könnt. Also der Zipfel ist irgendwie immer noch da. Ich dachte nämlich eigentlich, sie schneidet das hier so ab. Aber irgendwie hat sie es nicht gemacht. Okay, meine Lieben, da habe ich doch glatt was vergessen. Der Preis, wie viel habe ich bezahlt? Das ist doch das Wichtigste, was euch bestimmt interessiert, oder? Also bezahlt habe ich, ihr dürft gerne raten, viel zu viel. 59 Euro. Ja, und mein Herz blutet. Mein Herz blutet bei diesem Preis. 59 Euro. Dann noch 5 Euro Trinkgeld. Ja, könnt ihr euch zusammenrechnen. Ja, ist halt ein etwas teurerer Friseur gewesen. Ja. Ja. So, meine Lieben, und das war's auch schon. Das war mein Video. Lasst mir, wie gesagt, Feedback da, wie euch die Haare gefallen. Ob ihr das gut findet, dass ich sie jetzt ein bisschen länger wachsen lasse oder nicht. Ja, lasst mir Feedback da. Ich weiß, einige kommen wieder. Schnall sie dir ab, rasier sie dir ab. Ich weiß aber, ich mache das, worauf ich Lust habe. Und ja, deswegen. So, ja, lasst mir Feedback da und ja, ansonsten wünsche ich euch dann noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!